die Golden Eagles Mainz sind mit einem 24:0 Sieg gegen Kaiserslautern in die neue Saison gestartet. In Kürze stehen auch die ersten Heimspiele der American Footballer an. Nach der Vizemeisterschaft der Frauen und dem Fastabstieg der Herren im letzten Jahr hat sich bei den Golden Eagles einiges getan. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen. Wir haben zur neuen Saison bei den Erwachsenen einen komplett neuen Coaching-Staff, bis auf zwei neue Coaches, was für uns ein Neuanfang sein sollte, auch in der Oberliga. Jetzt sind wir in der Regionalliga geblieben aufgrund einer Neustrukturierung und für uns ist es jetzt eine spannende Sache, mit ganz vielen neuen Spielern, die wir haben, in die Saison zu starten. Also wir sind jetzt seit Oktober dabei, uns auf die Saison vorzubereiten. Ja, zunächst mit Athletik und dann immer weiter tiefergehend in die Mathematik, sozusagen in die Spielzüge, ja, in die Thematik Football einzusteigen. Also es braucht natürlich schon am Anfang Zeit. Also klar, man hat immer mal wieder Naturtalent, wo man sagt, ja, jetzt kann sofort spielen, ja, sofort weiterhelfen. Aber prinzipiell dauert es schon erstmal, ehe die Leute das umsetzen können, auch gerade taktisch verstehen den Sport, weil er doch ein bisschen komplexer ist. Aber bisher sind wir ganz positive Dinge, so wie ich es bisher mitbekommen habe von den Neuen. Für uns ist ganz klar das Ziel der Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte. Das ist für uns ganz klar. Bei den Damen ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Die Damen waren letztes Jahr im Finale der Deutschen Meisterschaft. Und da wäre es natürlich schön, wenn sie dort wieder hinkommen würden. Und vielleicht schaffen sie es sogar, dieses Jahr den Meistertitel zu holen. Wir hoffen einfach ein bisschen disziplinierter zu spielen, unser Talent mehr auszuschöpfen. Das haben wir dann dort letztes Jahr doch häufiger mal liegen lassen und uns selbst den einen oder anderen Punkt gekostet. Ja, und schlussendlich wird es auch dieses Jahr nur darum gehen, sich zu etablieren, irgendwie die Klasse zu halten und dann sukzessive weiter aufzubauen. Die Jugend haben wir in drei Mannschaften aufgeteilt. Da ist ganz klar der Klassenerhalt in der Jugendbundesliga. Hier hätten wir ganz gerne, dass sie natürlich auch in die Playoffs aufsteigen. Aber schauen wir mal, wie die Saison wird. Die U16 ist in der Jugendoberliga eigentlich gesetzt. Aber da wünschen wir uns natürlich auch einen Platz in den oberen Rängen, nachdem wir die letzten Jahre mit der Mannschaft sehr, sehr erfolgreich waren. Das Schöne am American Football ist, dass wir hier mit vielen Kindern verschiedener Gewichtsklassen zusammenarbeiten können. Wir haben kleine, wir haben große, wir haben dicke, wir haben dünne. Und die Jungs schaffen es im Training und im Spiel als eine Mannschaft aufzutreten, bei der jeder Spieler seinen Platz hat. Das hat man in keiner anderen Sportart. Genau deswegen ist es so schön. Das Erste, was wir den Jungs beibringen, ist, wie sie sich auf dem Feld nicht verletzen. Natürlich ist es ein körperbetonter Sport, aber wir versuchen das Verletzungsrisiko zu minimieren, indem wir uns als Trainer fortbilden und wir als Trainer versuchen das zu vermitteln, dass sich keiner auf dem Feld verletzt wirklich. Generell das Ganze drumherum, dass es so ein Hype ist an Spieltagen und so weiter und generell dieses Athletische, dass man super fit sein muss eigentlich. Seitdem ich Football spiele, ist jede andere Sportart unnütz geworden, sagen wir es so.